Sie Kabatur gefunden. Sie müssen jetzt die Kommunikation zwischen den Einheiten unterbrechen, indem Sie die Satellitenschüssel zerstören, die die Söldner dort aufgebaut haben. Wenn da erst einmal das Chaos ausgebrochen ist, fliehen Sie. Und danach suchen wir Werk. Und damit sage ich erst einmal ein Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Let's Replay Far Cry. Oh yeah. Wir sind jetzt hier in der Map Fort mitgelandet und das war auch so gesehen die Map, die dann auch in der Demo aus dem Jahr 2003 mit zur Verfügung stand. Nur kleine Fische. Noch. Und das Besondere an dieser Map mit ist, beziehungsweise dann mehr, was ja dann die Demo mit betrifft, man konnte diese natürlich in der Demo dann logischerweise spielen. Auch in der Hinsicht, wenn man dann oben dann die Satellitenschüssel dann mit zerstört hat, dass man dann, oder eher gesagt, bevor diese zerstört wurde, dass man etwas viel länger durch den Fluchtschacht mit fliehen musste. Gegenüber der finalen Version, da ist es durchaus etwas verkürzt mit gewesen. Haben wir dann aber somit das Präferendum an dieser Stelle, dass wir dann auch noch weiterhin hier etwas Folgendes mit sehen können. Und zwar erstmal ein paar Gegner, die uns natürlich ja instant hier gespottet haben. Und es wäre natürlich sehr von Vorteil, wenn wir am besten schnell möglich hier das Fight suchen. So, warum ich mir das eigentlich antue und nicht an dieser Stelle hier den regulären, den normalen Weg hier mitgehe, hängt einfach damit zusammen, warum bitteschön unbedingt von vorne reinkommen, wenn man an sich auch durch die Hintertür mitgehen kann. Auch wenn natürlich hier die Gesundheit ein klein wenig schneller mit runter sein wird, als bei dem eigentlichen. Obwohl, nee, vergesst, was ich gesagt habe, bei dem Hauptweg, da geht die Gesundheit noch wesentlich viel schneller runter als hier. Aber deswegen kommen wir einfach mal durch die Hintertür mit hinein. Hier ist es an sich nicht verkehrt. Nee, was wollte ich noch sagen? Ach ja. Und zwar, dass hier bei der Demo-Version, wenn man hier die Gegner hier zum Beispiel hier umgangen hat, also wenn man hier lang gegangen ist, dann waren die Gegner aus irgendwelchen Gründen noch immer dann alle tot und du konntest eigentlich hier ganz gemütlich hier lang spazieren, ohne dass irgendwie hier dir irgendwer auf die Pelle dir rücken konnte. Wurde natürlich dann hier glücklicherweise in der finalen Version damit rausgenommen, weil das wollte dann sowieso keiner mit drin haben. Und wenn wir ganz langsam sind, können wir sogar sehen, dass die jeweiligen Schweinchen auf uns quasi zulaufen. Und diese uns natürlich halt eben dann neugierigerweise beschnuppern. Währenddessen wir die natürlich auch hier, wunderbar mit zerlegen können. Also man könnte bestimmt schon mal mit meinen, vielleicht war es ja so vorgesehen, dass man auch schon in Far Cry 1 schon dieses Feature mit hat, wie dann ab Far Cry 3. Und was dann auch in der 4 mit übernommen wurde, dass man dann quasi hier Tiere häuten kann und dessen jeweiligen Goodies dann hier für irgendwelche Sachen mit verwenden konnte. Ist allerdings jetzt fraglich, ob das jetzt wirklich so mit geplant war oder nicht. Auf jeden Fall, hier sieht man auch wieder so ein richtig schönes Detail von einem, ja, nicht mehr funktionsfähigen Flugzeug, aber wie bereits erwähnt, wir sind hier auf Mikronesien und wir können an dieser Stelle auch gleich hier einen Großteil der Leute hier gerne mal mit umgehen. Ansonsten hätten wir jetzt hier noch ein großes Problem. Wenn wir jetzt einfach mal hier lang gehen, dann gehen wir einfach mal, ich sag mal schon, etwa die Hälfte der Insel mit den ganzen Söldnern, die bis da uns irgendwie nur über den Weg hätten laufen können, wunderbar aus dem Weg. Was hier im Übrigen noch nicht mit umgesetzt wurde, waren unter anderem Takedowns. Also dass man hier Gegner optimal hier per Stealth-Kill hiermit erledigen kann. Wobei es dann hier noch eine andere Möglichkeit gibt, das Ganze per Stealth-Kill mit zu erledigen. Aber dazu kommen wir natürlich noch. Wenn nicht sogar noch schon in diesem Level. Und zwar gibt es natürlich die Möglichkeit, über schallgedämpfte Waffen das Ganze mit zu realisieren. Es gibt zwar in dieser Form nur eine einzige schallgedämpfte Waffe, die das Ganze nur hätte überhaupt hiermit machen können, aber das sei an dieser Stelle nebensächlich gewesen.
Ja, alle reden davon, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Der soll sich bloß nicht hierher trauen, sonst ziehe ich ihm den Hosenboden stramm. Du machst was? Du hast's doch gehört. Ich zieh ihm den Hosenboden stramm. Meine Güte, du klingst ja, als wärst du 200 Jahre alt. Mein Opa hat bessere Sprüche drauf als du. Okay, ich mache ihn alle. Reiß ihm den Arsch auf und dreht ihm die verdammte Rübe ab. Besser? Cool, da sagt noch einer, du seist nicht lernfähig. Also man merkt schon, wir hätten natürlich auch hier lang gehen können. Also wären dann irgendwo von dort vorne aus hier entlang gegangen. Allerdings wären dann unsere Überlebenschancen nicht gerade sehr sonderbar mit gewesen. Und deswegen gehen wir jetzt am besten mal in einen Bunker mit hinein. Um dort noch ein bisschen Spaß zu haben. Ach ja, im Übrigen, das habe ich ja gar nicht mit erwähnt. Im letzten Part, da haben wir schon mal so eine Lampe mit aufgesammelt. Mit der sind wir quasi in der Lage, Bereiche hiermit zu beleuchten. Das ist dann quasi eine Lampe, die hat jetzt hier kein Limit. Nee, ich reiß denen nur die Zähne aus und häng die auf. Mann, wird das cool aussehen. Ich würde mich besser fühlen, wenn du was jagst. Weißt du denn nicht, was die Haie in der Gegend hier fressen? Was glaubst du, was die mit Kriegers gescheiterten Experimenten anstellen? Mann, das ist krank. Ich lasse natürlich aber auch an dieser Stelle gerne mal, wenn es hier die Möglichkeit gibt, die jeweiligen Söldner-Konversationen hier gerne mal mit ausquatschen. Unabhängig davon, ob ich dann hier das Fernglas dann hier mit ranhalte oder vielleicht auch mal mit wegtue. Das hat dann einfach so den Grund, ich möchte hier nicht die ganze Zeit immer nur dann das Fernglas hier mit ausgerüstet haben und dann bei Bedarf irgendwie mal mit verpassen, dass dann irgendwer mich erwischt hat und was auch immer. Deswegen gehen wir das natürlich ein bisschen gesmoothter an. Der Witz an dieser Stelle ist, trotz der Tatsache, dass wir uns hier in einem Bereich befinden, wo natürlich der Schall sonst wie weit mitgeht, von außen hin kriegt das an dieser Stelle gar keiner mit. Und mal sehen. Da, Gesundheit. Das brauchen wir. Oh, wow! Ich habe ein Full House, ihr Weicheier! Schon wieder? Du hast vielleicht ein Glück. Entspannt euch und lasst die Karten liegen. Ich habe gerade einen Funkspruch reinbekommen. Hier rennt irgendein Witzbold in einem roten Hawaii-Hemd rum. Das arme Schwein weiß sicher noch nicht, was ihn hier erwartet. Okay, wir gehen los und erledigen den Spinner. Nur noch dieses Blatt. Showtime! Der Meinung bin ich auch. Showtime! Siehst du das hey, auch? Hey, was war das? Wir schmeißen einfach mal ein paar Handgranaten mit hinein und killen erstmal so jetzt die meisten Leute. Sofern wir natürlich auch in der Lage sind, frühzeitig zu reagieren. Das versteht sich. Gut, ich würde mal sagen, wir haben hier jetzt erstmal somit hier alle Belegschaften erstmal hiermit zerlegt, die es noch irgendwie zu zerlegen gab. Einige fühlen sich natürlich dadurch etwas leicht übermüdet, aber das soll uns jetzt in erster Linie mal weniger stören. Sondern viel wichtiger ist, dass wir natürlich auch hier wunderbar mit über die Bühne kommen. Also man darf damit bemerken, wahrscheinlich liegt es auch einfach nur an den Ultimate Realism Mods, da natürlich hier die Aktivität von den Handgranaten hier ein klein wenig zu intensiv ist, kann das unter Umständen auch so mitwirken, dass wir dann vielleicht etwas overpowered sind. Ich denke mal, wir werden das dann so machen, dass wir dann ab den nächsten Aufnahmepart und dann mal hier einen anderen Mod mal mit laden, der dann für unsere Zwecke wahrscheinlich nicht mit verkehrt wäre. Und dann können wir natürlich auch mal dann dort krasse Unterschiede mit sehen. Aber wie gesagt, da muss ich erst mal gucken, ob ich hier die ganzen Mods überhaupt noch alle wiederfinde und ob man die dann auch hier ohne Probleme wieder mit einspielen kann. Aber dazu kommen wir noch im allerbesten Fall noch dazu.
Und was wir natürlich jetzt hier in der Hand haben, ist natürlich ein MP5 Schallgedämpft. Das ist eine richtig geniale Waffe, die uns natürlich hier sehr oft hier den Hintern mit retten wird. Und dieser Kollege dort hat ein schönes Snipergewehr und das möchte ich gerne haben. Man darf natürlich mit bemerken, große Tatsache, wenn man hier zoomt, es bewegt sich hier ein klein wenig hin und her, also man selbst bewegt ja nicht wirklich die Maus. Das ist natürlich hier so ein Feature mit gewesen, was an sich an die Realität wunderbar mit angepasst wird, was dann in den späteren Teilen dann leider wieder mit rausgenommen wurde, finde ich wirklich richtig kacke. Also bedeutet dann im Endeffekt bei späteren Spielen, da konntest du einfach hier die Maus stillhalten und das Fadenkreuz war immer an derselben Stelle. Währenddessen ist hier noch ein bisschen mit rum bewegt. Hat natürlich dann einen richtig besseren Effekt an dieser Stelle. Ansonsten wären wir sonst dort unten mit lang gegangen. Also oder eher gesagt dort lang gekommen. Bei den ganzen Gegnern dort. Auch wenn dort up to date jetzt erstmal nur 4 mit eingeblendet wurden. Aber da unten gibt es noch ein paar mehr, die uns dann ordentlich auf den Sack gegangen wären. Zunächst aber muss ich mich erstmal von einer Waffe nicht trennen. Ich denke mal, wir werden uns von der hier uns trennen. Die M4, die brauche ich up to date erstmal nicht mehr. An sich brauche ich aber auch die Machete nicht mehr. Na komm, legen wir die an dieser Stelle auch mit ab. Gut, jetzt muss ich nur aufpassen, dass mir keiner mehr über den Weg läuft. Wäre etwas leicht kontraproduktiv. Ich möchte lediglich nur das Scharfschützengewehr hier haben. Nein, ich meine, vor was wir sie beschützen. Wie? Was meinst du? Ist dir denn noch nicht aufgefallen, dass nur wir hier sind? Es gibt keine Eingeborenen, keine Touristen, gar nichts. Nur uns. Und? Vor wem beschützen wir das Ding also? Vor wilden Schweinen? Vor Seemöwen? Vor unglaublich schlecht gelaunten Seesternen? Wart's nur ab. Eines Tages bekommen wir hier richtig was zu tun. Nie und nimmer, Mann. Wenn es losgeht, bin ich bereit. Das solltest du auch besser sein. Also man merkt doch schon, das war auch jetzt für mich zum allerersten Mal. Egal wie oft ich quasi jetzt schon mal Far Cry mit gezockt hatte. Aber ich habe es bisher noch nie ein einziges Mal erlebt, dass zwei Söldner nahezu hintereinander oder in dem Fall sogar nebeneinander gingen und gleichzeitig noch eine Konversation hielt. Cool, ich würde ja auch gern mal sehen, was da so abgeht. Junge, ich bin ganz froh, dass wir das alles nicht zu sehen bekommen. Hier gibt es zum Glück nur die Sonne und den Strand. Ansonsten ist es immer so mit gewesen, dass die Söldner nur genau dann gequatscht haben, wenn die irgendwo gestanden haben. Häufig dann an spezifischen Punkten. Oder beziehungsweise wenn dann einfach mal noch ein zweiter noch einfach mal mit so herkam. Was ist denn hier los? Den können wir erstmal wunderbar mit ausschalten. Wir wollen mal versuchen, dass wir hier nicht doch ein klein wenig auf Sniper-Modus gehen können. Oder sagen wir mal eher Stealth-Sniper-Modus. Gelingt natürlich nicht immer, besonders wenn die Gegner dann entweder hier einen Helm tragen oder man sowieso daneben ballert. Oder im besten Fall in beiden Bereichen. Also das kann natürlich jetzt ein bisschen, naja, anstrengend werden. Auf jeden Fall kann ich da zumindest schon mal so einiges mit erwähnen, was ich ja schon zum Anfang des LPs, nee, sagen wir mal LRPs, also Let's Replay, zur kleinen Erinnerung, schon mal mit erwähnen wollte. Und zwar, gerade was hier Far Cry 1 mit betrifft. Man ist tot. Also ich liebe solche Vorführeffekte. Was zur Hölle? Wenn du gerne dich mal irgendwo dich stealthmäßig dich fortbewegen möchtest und dann an dieser Stelle mit feststellst, dass du dann nicht gerade lange überleben wirst. Weil natürlich genau dann in dem Moment so ein Gegner kommt und du dann Probleme haben wirst. Also,
Genau. Und zwar, gemäß Steam kann man ebenfalls hier Far Cry mit zocken. Auch Far Cry 1, logischerweise. So, es sei auch an dieser Stelle dann mit zu erwähnen, Far Cry 2 wird dann mehr dann über Steam mitlaufen, weil ich da die Spiele-DVD nicht mehr mit habe. Finde ich natürlich ein bisschen kacke. Weil ich das halt eben gerne lieber über eine DVD hier mit zocke, als über Steam. Weil es da weniger geschnitten zugeht und so weiter. Aber so zum Allgemeinen sei natürlich noch mal zu erwähnen. Und ich glaube, ich werde dann für euch mal hier so einige kleine Sachen mal mit einblenden. Und zwar einige Spielerbewertungen von dem Spiel Far Cry. Sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Und auch einige von denen sind dann ja durchaus schon ein paar Jährchen schon mit alt. Man darf es mal mit bemerken. Aber alleine die Geschichte, was dort unter anderem mit drin steht, dass die Leute hier rumheulen, weil die dann wohl auf Pseudo-Easy dann jedes Mal hier drauf gehen, weil die dann hier mit ihren möchtegern Rambo-Aktivitäten dann, naja, nicht gerade sehr weit gekommen sind. Führt natürlich dann zu dem lustigen Ergebnis, dass es dann solche sind, die dann vielleicht bei, weiß nicht, Counter-Strike, Fortnite etc. pp. Hast du was gesehen? Dann dort zwar durchaus besser mit dran sind, aber Far Cry wiederum spielt da eine ganz andere Liga. Von daher muss man natürlich auch hier immer wieder mit abwiegen, wie das jetzt hiermit zu interpretieren ist. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal dort oben hin. Ich glaube, ich habe gerade auch wieder eine M4. Ja gut, die M4 habe ich gerade wieder mit aufgesammelt. Naja gut, was soll's. Nehmen wir doch mal noch eine M4 noch mit. Kann ja nicht schaden. Gut. Weiterhin sollen wir uns noch auf den Weg zur Festungsruine noch mit hinmachen. Ist alles okay? Da stand natürlich einer, der uns dann hier mit der Gatling-Kanone ordentlich niedergemäht hätte. Von daher ist es wirklich sehr vom Vorteil, wenn man den am besten hier mit ausschalten tut. Also einige sagen ja Gatling-Kanone dazu, andere einfach nur Minigun. Ich bleibe hier bei der Gatling-Kanone von dem Begriff her, weil das klingt an dieser Stelle ein bisschen cooler. Als nur Minigun. Das klingt ein bisschen stumpf. Und das widerspiegelt dann auch nicht die brachiale Wirkungsreihe dieser Kanone hiermit. Ich war jetzt am Überlegen, ob ich den vielleicht noch markiere und den dann in den Kopf schieße. Einfach aus dem Grund, hätte ja sein können, dass hier noch irgendwo jemand anders hier noch mitsteht, den du dann zufälligerweise mit markiert hättest, so wie die beiden dort. Ansonsten wäre das dann auch so eine Sache mit gewesen, wie du an dieser Stelle im besten Fall hier Gegner mit eliminieren kannst, bevor die überhaupt merken, dass du überhaupt da bist. Du bist so gut wie tot! Ja gut, der hat mich natürlich jetzt mitgekriegt, ist Holz. Wir brauchen Hilfe! Ach schade. Also man darf mit bemerken, wenn man dann zum Beispiel mal einen Missklick mitmacht, wie zum Beispiel einen Stein werfen, anstelle sich einfach nur zu ducken, dann führt das dann auch zu dem Ergebnis, dass man hier relativ schnell in eine Bredouille mitkommt. Und es ist natürlich nicht immer mit garantiert, nur weil wir hier Gegner hier aus einer sicheren Distanz hier mit ausscheiden, dass wir dann quasi im allerbesten Fall hier die Gegner auch nicht dazu verleiten lassen, hier Instant Alarm mit auszulösen. Und für uns wäre das natürlich halt eben zu dem Vorteil hier mit gesegnet, wenn wir denen so wenig wie nur möglich die Gelegenheit überhaupt geben, hier einen Alarm mit auszulösen. Ach schade. Wurde wohl also doch schon Alarm mit ausgelöst. Weil dieser, na gut, also sagen wir mal, futuristische Flugzeug, Flieger, ich komme gerade nicht auf den Begriff, wie man jetzt so etwas genau nennt, hat etwas wie einen Hubschrauber, gleichzeitig auch wie einen Helikopter. Ähnlich.
kommt an dieser Stelle eigentlich nur, wenn jemand hier so eine Rauchwolke hier mit nach oben schnellen lässt, wie das, was wir vor uns gesehen haben. So werden natürlich dann hier die Truppen damit alarmiert. Das führt natürlich dann eigentlich dann zu dem Ergebnis, dass diese natürlich dann hiermit abgesetzt werden. Aber das soll uns, wenn wir es sehr gut hinkriegen, nur weniger stören. Natürlich hat er mich instant hier auf den Ticker gehabt. Der Kollege dort hinten. Wo hat er sich nur versteckt? Naja, also entweder warte ich jetzt die Kollegen, bis sie hierher kommen. Ich denke mal, das wäre wohl der beste Ansatz. Weil unabhängig davon, ob die mich jetzt hier bei Bedarf sehen könnten oder halt eben auch nicht. Ist alles okay? Diese müssen unbedingt erledigt werden. Das war zumindest der Kommandeur. Und mal sehen. Wo ist denn hier der andere? Die schleichen sich aber auch hier an. Dass diese dir gegenüber lang wie nur möglich unentdeckt bleiben. Währenddessen diese natürlich dann versuchen, dich so früh wie es nur geht zu entdecken. Wie den dort hinten zum Beispiel. Mal sehen, sonst ist hier keiner mehr. Nein. Mal sehen. Da ist einer gewesen. Der hat natürlich jetzt direkt auf mich abgesehen. Na gut, den müssen wir jetzt mit erledigen. Okay. Ist manchmal nicht ganz so einfach. Ach ja, und ab und zu gibt es auch mal hier andere Gegner, die dann einfach mal random hier mal mitkommen. Die es dann bei Bedarf irgendwo hierher geschafft haben und natürlich dann den Schüssen hier folgten. Und dieser wiederum wollte natürlich jetzt bei der Gatling-Kanone mir mal ein freundliches Hallo mir mal mitteilen. Aber das würden wir dann in solchen Fällen im besten Fall unterbinden. Gut. Sonst gibt es jetzt hier up to date erstmal keine weiteren Gegner fürs Erste. Und irgendwo gab es doch auch noch hier eine schusssichere Weste. Wo genau war denn die? Ha, keine Ahnung. Oder doch, ich glaube irgendwo dort unten gab es die. Naja, ansonsten sei natürlich nochmal hiermit schön zu sehen. Ein richtig schönes Panoramabild. Also mit sieht schon, dort ist hier noch ein bisschen Söldner-Action mit am Start. Dann sehen wir dort unten noch welche. Wir hätten sogar hier dort unten mit lang gehen können. Mal sehen, ob die was sagen. Hast du gehört, dass auf der Insel einer rumläuft? Ein Eindringling? Ja, alle reden davon. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Der soll sich bloß nicht hierher trauen, sonst ziehe ich ihm den Hosenboden stramm. Du machst was? Du hast's doch gehört. Ich zieh... Okay, also diesen Text, den haben wir schon mal mitgehört. Also, es gibt an dieser Stelle viele Wege, die hier nach Rom führen. Sinnbildlich gesprochen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wo war denn das gleich nochmal? Weil es kommt ja gleich wieder ein bisschen Action und es wäre nicht mit verkehrt, wenn ich hier lieber mich erstmal noch ein bisschen mit ausrüste. Damit wir dann auch so mit unser Ziel hier weiter mit... Ah, da ist er. Fortsetzen können. Das nehmen wir doch gerne mit. Ich denke mal, von der Pistole selbst können wir uns jetzt auch trennen. So. Und es geht los. Das ist nicht gut. Was zur Hölle machen wir jetzt? Warten Sie. Ich werde versuchen, das Schloss von hier aus zu überbrücken. Warten Sie. Der hat vielleicht Nerven. Also das Ding ist, der Raketenwerfer, der ist ja nicht zum reinen Spaß hier. Ich orte einige Luftziele, die sich Ihnen nähern. Sie scheinen von dort näher zu kommen. Das sind ja... Also an dieser Stelle sei jetzt erstmal Folgendes mitgesagt. Dieses Boot dort unten, das hätte jetzt hier mit Mörsereinschlägen jetzt hier uns hier ordentlich den Arsch versohlen.
Und dann zum anderen war natürlich der Raketenwerfer hier nicht umsonst hier. Das heißt, der ist genau dafür mit vorgesehen. Und jetzt müssen wir an dieser Stelle einfach nur mit warten, bis wir hier hineingehen können. Das heißt, es werden natürlich gleich hier noch zwei Helis hier noch mit langkommen, die uns natürlich dann ordentlich die Suppe versalzen wollen. Da höre ich doch was. Und da. Also man merkt schon, wir können uns auch jetzt selbst hier in Gebüsche mit verstecken. Das hat praktisch gesehen wenig Sinn. Was? Doll, von mir aus können wir. Geduld, ich arbeite dran. Denn das Ding ist, die können uns natürlich halt eben schon sehr frühzeitig schon mit entdecken. Es sei denn, wir schaffen es da zum Beispiel ein klein wenig mit Vorarbeit zu leisten. Wenn wir ja zumindest die ganzen Minigun-Geschütze, oder eher gesagt die Leute, die quasi die Gatling-Kanonen hier mit bedienen, hier mit ausnocken. Das war's. Das Sicherheitssystem ist geknackt. Schnell, Jack, ins Gebäude. Dann können wir quasi wunderbar diesen Vogel dann hier einfach mal komplett ignorieren, weil dieser uns dann nicht mehr großartig auf die Nerven gehen wird. Die Beta-Versuchsreihe scheint vielversprechender zu verlaufen, als ich es erwartet hatte. Die Versuchsobjekte zeigen überlegene Fähigkeiten, sind ansonsten aber etwas instabil. Ich fürchte, dass wir sie nur schwer kontrollieren können. In der Hoffnung, dass die Versuchsobjekte eine Affinität zu mir entwickeln, habe ich Teile meiner eigenen DNS als Trägersubstanz verwendet. So wird es mir vielleicht gelingen, sie besser zu kontrollieren. Die nächste Testreihe kann in Kürze beginnen. Verdammter Mist! Ja. Das Kommunikationszentrum wird von einem Gasgenerator mit Energie versorgt. Bringen Sie eine Sprengladung daran an und der ganze Laden fliegt in die Luft. Eine Sprengladung? Ah, natürlich. Zum Glück habe ich zu Hause ein paar eingepackt. Die Söldner benutzen Sprengladungen, um Teile der Insel zu roden. Wenn Sie sich da gut umsehen, werden Sie sicher eine finden. Wie gut, dass ich jetzt noch nicht mit reingeredet habe. Weil ich dachte mir doch noch, dass jetzt noch irgendetwas mitkommt. Also, währenddessen man hier selbst als Spieler noch ein klein wenig mit unwissend ist, denn bisher ist jetzt noch so wenig bekannt, wie hier Beta-Versuchsreihe, was genau und so weiter. Aber das werden wir natürlich noch so im Laufe der Zeit noch wunderbar beziehen. Auch richtig schön war es natürlich, hier sind zwar die ganzen Monitore alle mit zerstört, aber in der Szene waren die natürlich alle noch mit in Betrieb. Also man darf es mit bemerken, selbst die ganzen Mörsereinschläge von den Gegnern etc. pp., die haben ja auch einen riesengroßen Wirkungsradius, auch überwiegend durch den Mod mit geschuldet. Und das wiederum zahlt sich natürlich dann auch so wunderbar mit aus. Es gibt auch sogar auch die Möglichkeit, man kann sogar einen Bürostuhl mitnehmen, den hier in die Tür mit hineinklemmen, sodass die Tür offen bleibt. Und währenddessen man dann hier die Sprengladungen mitlegt, dann würde sich regulär diese Tür sicher dauerhaft schließen und nicht mehr öffnen. Diese wiederum würde sich ja dann öffnen und wir müssten dann hier entlang. Aber es gab dann sogar auch Möglichkeiten, dass man einfach dann dort entlang gehen könnte und dann wären sich die Missionen wohl auch mit vorbei gewesen. Und sonst wäre es natürlich jetzt so gewesen, wir müssten jetzt eigentlich bis zum Ende jetzt hier mit hinrennen, damit dann auch die ganze Feuerwalze, die sich jetzt hier mit ausbreiten tut. Okay. Wollte ich da zumindest noch den Satz noch mit vollenden, hätten wir eigentlich bis zum Ende hier mit rausrennen müssen, währenddessen diese Feuerwalze hier so richtig schön die ganze Zeit auf die Pelle mitgerückt wäre. Nun gut, wir beenden jetzt erstmal den Part an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Däumchen nach oben da und im nächsten Teil geht es dann hier weiter. Bis dahin, haut rein und tschüss.